herzliches Willkommen. Wir sind bei Montag, 22. Januar 2024. Ich hoffe, euer Wochenende war erholsam, schön, entspannend und natürlich friedvoll. Wir starten in die neue Woche mit der Sonne und dem Pluto im Wassermann. Startkräftige Energie, viel Dampf unterm Kessel. Man sollte trotzdem vorsichtig vorgehen. Wir haben Mars und Merkur im Steinbock, die Venus im Schützen. Der Mond ist noch ungefähr bis kurz vor 11 Uhr abends im Zwilling. Da kann einiges los sein in der Kommunikation. Das kann natürlich auch ablenken. Da muss man sich ein bisschen selbst auch disziplinieren. Danach wechselt der Mond im Krebs, wird wahrscheinlich erst dann morgen relevant, sprechen wir dann morgen drüber. Also wir haben dann natürlich auch noch den Jupiter im Stier, den Uranus im Stier rückläufig und wir haben Neptun, Saturn in den Fischen weiterhin. Also ich sag mal wie gehabt, außer dass jetzt wie gesagt eine sehr viel agilere, kommunikativere und ideenreichere Zeit dran ist. Aber man sollte das natürlich ruhig und gelassen angehen. Ich wünsche euch natürlich auch einen angenehmen Start in die neue Woche und wir schauen uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Montag, 22. Januar 2024. Neu ist, dass seit diesem Wochenende die Sonne und der Pluto sich im Wassermann befinden. Das sind auch neue Energieformen für dich. Ich hoffe, du hast das schon am Wochenende gut genutzt, bist aber trotzdem gut ausgeruht und guter Dinge in diese Woche gestartet. Wir haben den Jupiter und den Uranus im Stier, wobei Uranus noch rückläufig ist bis nächsten Samstag. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen, Sensitivität, aufeinander zugehen. Wir haben die Venus im Schützen, auch sehr schön für Privates. Der Mond ist im Zwilling, fördert die Kommunikation, kann natürlich auch mal ein bisschen viel werden. Ab etwa 10 vor 11 heute Abend wechselt der Mond in den Krebs. Das ist für heute nicht so relevant, aber ab morgen sollte man vorsichtig sein, dass man andere nicht zu nahe tritt oder vielleicht irgendwas sagt oder tut, was jemanden kränken könnte. Auch selbst kann man natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, empfindsam sein. Wir haben also heute nicht so viele Neuerungen, außer die vom Wochenende. Auch haben wir jetzt nicht so viele Einflüsse. Ja, ich denke mal, Jupiter und Saturn helfen, dass man eben auch die Dinge langfristig haltbar und gewinnbringend machen kann, auf jeden Fall. Darum sollte man sich auch bemühen. Saturn ist ja dazu da, dass du dich selbst auch optimierst und das kann natürlich auch Erfolg bringen, klar. Immer, wie gesagt, natürlich wohlwollend, ja. Wir schauen uns jetzt an, was wir für den Widder am heutigen Montag haben. Die Liebenden, da haben wir direkt die Zwillinge-Energie. Im privaten Bereich, denke ich, läuft es gut. Man kommt gut miteinander aus, man geht aufeinander zu, man kann über Dinge sprechen. Ein bisschen wenig Kraft ist da, okay. Wenn du merkst, dass dir so ein bisschen die Puste ausgeht, dann mach einfach langsamer, das wäre ganz gut. Wir haben auch die 5 der Stäbe Nervosität, kann aufkommen, wenn es mit der Kommunikation ein bisschen zu viel wird. Zum Beispiel Ritter der Stäbe. Ja, man kann natürlich mit dieser Power von Wassermann Sonne und Wassermann Pluto ein bisschen, sagen wir mal, übermotiviert sein. Da muss man ein bisschen kürzer treten. Wenn du merkst, dass da nicht so viel Power ist, dann solltest du natürlich auch nicht darüber hinausgehen. Es ist wichtig, seine Kapazität nicht immer gnadenlos auszuschöpfen, sondern eben auch dann mal ein bisschen kürzer zu treten. Wir müssen jetzt, wie gesagt, auch mit der Wassermann-Energie keinen Raketenstart hinlegen. Wir sollen weiterhin gut überlegen. Ja, Mars und Merkur sind ja auch im Steinbock immer noch und helfen uns da eben auch die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Gleiches gilt natürlich auch für Jupiter, der natürlich möchte, dass die Dinge gut laufen, auch in Zukunft gut laufen. Und das beinhaltet eben auch Geduld und Überlegung. Auch wenn wir eben einen Schub nach vorn bekommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt, wie gesagt, die guten Vorsätze, die wir vielleicht gesammelt haben, jetzt über den Haufen werfen. Also, ich wünsche dir einen guten Start, einen langsamen Start und achte auf deine Energien. Und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Montag, 22. Januar 2024 und ich hoffe, du hattest auch ein schönes, erholsames
und freundvolles Wochenende, also dass da viel Spaß dabei war. Vielleicht auch ein bisschen Ablenkung. Wir haben seit neuestem ja Sonne und Pluto im Wassermann. Eine sehr befreiende Energie. Wir haben den Mond in Zwillinge. Kann sehr viel Kommunikation bringen. Also das kann auch manchmal für dich als Stier ein bisschen zu viel sein. Du hast aber weiterhin als Unterstützer zum Beispiel auch Mars und Merkur im Steinbock und natürlich Jupiter im eigenen Zeichen. Da kommen auch positive Dinge auf dich zu, die aber auch langsam angegangen werden wollen. Auch der Uranus ist noch rückläufig bis nächsten Samstag in deinem Zeichen. Der Rückbezug auf Dinge, die du gelernt hast, ist noch, ja, ich sag mal, gut vorhanden. Du kannst das noch nutzen. Wir haben dann die Venus im Schützen. Optimistische, gut kommunikative Energie, die auch zu der Zwillinge und zu der Wassermann-Energie gut harmoniert. Neptun, Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen, Kreativität, Fantasie natürlich. Und auch auf sich selbst Acht geben. Was willst du? Was tut dir gut? Was kannst du erreichen? Und wobei fühlst du dich wohl? Das ist wichtig. Und das gilt natürlich auch für den Start in die neue Woche. Was haben wir jetzt für den Stier? Ach, so wichtig noch. Wir haben ab 10 vor 11 heute Abend dann den Wechsel des Mondes in den Krebs. Das heißt zwar nicht so viel für heute, aber für morgen, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen muss, dass er gefühlvoll wird. Man selbst kann eben auch ein bisschen dünnhäutig und empfindlich sein. Wir haben heute die Mäßigkeit, Schütze, Energie, Gefühl und Intellekt in Einklang bringen. Wir haben den König der Kelche, wo man fürsorglich ist, aber seine eigenen Ziele verfolgt. Und die Kommunikation, ich sagte ja, die ist sehr stark auch mit der Zwillinge-Energie. Und man ist geneigt, was zu riskieren oder eben auch ein bisschen Leichtigkeit zu genießen. Ich denke mal, es geht auch darum, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, sich nicht, wer weiß, was darunter verspricht, sondern eben locker flockig auch miteinander plaudern kann. Man muss eben nicht alles ausplaudern, ne, mit dem König der Kelche. Man muss sich halt wohlfühlen. Intellekt und Gefühl im Einklang ist ja so ein bisschen das Wohlfühlen, ne? Man kümmert sich um alles, man auch im Austausch mit anderen. Es ist wichtig, dass sich andere auch eben, ja, wohlfühlen, dass man abstimmen kann in schöner Runde. Also wer was macht zum Beispiel. Das kann privat und beruflich eben von Vorteil sein. Einfühlungsvermögen ist immer wichtig, damit man weiß, wie man vor sich hat und wie die Stimmung ist. Der Ritter der Stäbe kann manchmal auch ein bisschen Risikofreude bedeuten. Kann auch bedeuten, dass man manchmal auch ein bisschen eine lose Zunge hat. Also, ja gut, kommt auf die Situation drauf an. Wenn es im Freundeskreis ist, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn du mit deinem Vorgesetzten sprichst. Also da würde ich einfach drauf achten, in welcher Situation. Ja, ansonsten denke ich, ist alles im grünen Bereich. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Montag, 22. Januar 2024. Und ich hoffe, dein Wochenende war schön. Ich denke mal schon, mit Sonne und Pluto im Wassermann sollte das eben eine sehr offene, kommunikative Energie sein, auch so ein Energieschub. Natürlich muss man als Zwilling aufpassen, sich nicht zu verzetteln. Der Mond ist in deinem Zeichen noch bis 10 vor 11 heute Abend. Dann wechselt der Mond in den Krebs, also morgen ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen aufmerksam, achtsam sein. Das schadet nicht, ja. Wir haben heute dann auch noch, wie gesagt, Sonne und Pluto im Wassermann. Wir haben die Venus im Schützen, auch schöne Energie. Nicht so gut ist der Neptun in den Fischen für dich, also dich nicht davon in die falsche Richtung treiben lassen oder, ich sag mal, Kopfkino haben. Wir haben auch Saturn in den Fischen, wo man eben auf sich selbst achtet und auch optimiert. Der Jupiter ist im Stier, auch positive Ergebnisse, aber langsam. Uranus im Stier mit dem Rückbezug vielleicht aufs letzte Jahr oder eben die Vergangenheit, wo man was mitnehmen kann. Ja, wir schauen mal, was wir heute haben. Wir haben ja auch noch eine prima Energie zwischen Jupiter und Saturn. Dass eben die Dinge, die man jetzt in Gang gesetzt hat oder noch in Gang setzt, dass die eben auch langfristig Glück und Erfolge bringen. Dazu muss man natürlich da dranbleiben und darf sich nicht ablenken lassen. Wir schauen uns an, was wir für den Zwilling haben. König der Kelche, das bedeutet eben fürsorglich zu sein, seine Pläne nicht jedem verraten.
Fünf der Stäbe ist eine gewisse Nervosität, vielleicht auch Unruhe, weil so viel Energie plötzlich da ist. Ja, da haben wir den Neptun mit sieben der Kelche. Bedeutet eben auch, dass man vielleicht ein bisschen die Ziele zu hoch setzt, sich irgendwas überlegt oder, wie ich sagte, vielleicht auch den falschen Eindruck gewinnt, also sich auf die falsche Fährte bringen lässt. Wir haben die neun der Schwerter, bedeutet, tausch dich aus. Tausch dich mit denen aus, die dich gut kennen, die denen du vertraust, die du fragen kannst, wie siehst du das? Bin ich da vielleicht falsch oder habe ich mich verirrt irgendwie? Es ist wichtig nachzufragen, nicht einfach das stehen zu lassen. Wenn du irgendwie einen Eindruck gewonnen hast, es könnte sein, dass Neptun dich da, wie gesagt, ein bisschen irritiert. Und da ist die Kommunikation ja wichtig, ja. Du musst nicht deine Pläne verraten, ja, aber du solltest, bevor du dich verrückt machst wegen irgendwas, auf jeden Fall nachhaken, nachfragen oder dir die Informationen zusammensuchen, was jetzt dran ist an dem, was du denkst oder fühlst, ja, bevor du eine Entscheidung triffst. Das ist ganz wichtig, ja. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie Kontrolle ausübt. Es geht darum, dass man nicht, ich sag jetzt mal, sich was einredet und dann feststellen muss, nachher, der ganze Aufwand war umsonst, weil ich, wie gesagt, mich habe irreführen lassen. Ne? Auch manchmal von den eigenen Gefühlen. Also schön gucken, was liegt an, was steht an oder wer kann mir da weiterhelfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start in diese Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute beim Montag, 22. Januar 2024. Ich hoffe, du hattest ein schönes, geruhsames Wochenende, schöne Energien, Entspannung, Relaxen und startest jetzt eben auch gespannt in die neue Woche in Erwartung dessen, was da kommt. Wir haben Sonne und Pluto ja seit dem Wochenende im Wassermann. Das ist schon eine Vollpower und rebellische Energie. Nicht so ganz deins, aber trotzdem kannst du damit zurechtkommen. Wir haben den Mond in den Zwillingen. Sehr viel Kommunikation kann da stattfinden, ob schriftlich, persönlich, am Telefon, per E-Mail, wie auch immer. Es kann viel los sein, also stell dich drauf ein. Wir haben dann auch an diesem Montag natürlich Jupiter im Stier, der dich auf den Beinen hält oder dich unterstützt mit positiven und einfacheren Dingen. Also die fallen Dinge leichter. Uranus im Stier ist rückläufig, der Rückblick ja zum Lernen. Neptun, Saturn in den Fischen, wo wir eben auch Kreativität und Fantasie mit einbringen können. Der Saturn natürlich auf sich selbst gut Acht geben, fürsorglich sein für sich selbst und eben auch verändern, was man verändern kann. Der Mars und der Merkur sind noch im Steinbock. Das ist auch eine Energie, die dich trägt und voranbringt, weiterhin natürlich auch. Und die Venus im Schützen, Optimismus, Kommunikation, eben auch mit Zwillinge-Energie. Lass dich nicht von zu viel Stress oder zu viel Gerede im Umfeld irritieren. Halte dich an deine Vorgaben und mach weiter wie bisher. Auch langsam, wir haben auch zwischen Mars und Saturn eine gute Energie, dass man gut vorankommt und die Dinge auch langfristig weiter zum Erfolg bringt. Der Mond wechselt heute Abend 10 vor 11 übrigens in dein Zeichen. Da kann es dir natürlich auch passieren, auch gerade morgen und so, dass du da auch ein bisschen empfindsam bist. Ne? Achte drauf, nicht alles so auf die Goldwaage zu legen und auch, ich sag jetzt mal, tolerant zu sein. Und eben das auch den Energien zuzuschreiben. Wir schauen uns jetzt an, was wir für den Krebs am heutigen Montag so haben. Da ist schon gleich der Mond. Irgendwas bekümmert dich. Wir haben die drei der Münzen. Da ist so das Team, die Gruppe, vielleicht die Kollegen und die fünf der Stäbe. Vielleicht gibt es da ein bisschen Wettbewerb, Gerangel oder Unzufriedenheit. Man versteht sich vielleicht nicht so gut. Das Einzige, was hilft, ist Disziplin. Das bedeutet, kümmere dich nicht darum, was andere sagen oder tun. Kümmere dich vor allen Dingen um dich selbst. Sei natürlich freundlich, entgegenkommt deine Intuition, die hast du ja immer dabei. Die hilft dir auch, wenn die Stimmung, sage ich mal, kippt oder irgendjemand nicht gut drauf ist, dich da in Sicherheit zu bringen rechtzeitig. Ich glaube, es ist so ein bisschen Distanz wahren zu Leuten, die ein bisschen auf Krawall gebürstet sind. Das wäre auf jeden Fall gut. Ich glaube auch, dass diese Energie mit dem Wassermann eben ein bisschen zu forsch für dich ist. Da gehst du dann wahrscheinlich sehr schnell in Deckung. Lass dich davon aber bitte nicht einschüchtern. Ne? Es geht nicht darum, dich einzuschüchtern. Die Leute sind halt vielleicht ein bisschen so euphorisch in Bezug auf, wir wollen was umsetzen, was kreieren, was machen, was tun. Das hat nichts mit dir zu tun. Es geht darum, dass vielleicht der ein oder andere plötzlich so einen Energieschub bekommt. Also cool down, lieber Krebs, und viel Erfolg. Du bist erfolgreich und wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.
herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Montag, 22. Januar 2024. Ich hoffe, du hattest auch ein schönes, erfolgreiches Wochenende, hast dich erholt und hast vielleicht auch schon mal überlegt, wie die Woche so gestaltet werden soll. Jetzt gilt es natürlich, in Ruhe zu starten, keinen, unnötigen Stress zu machen, sondern cool down. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann seit dem Wochenende, ja. Das sind auch Energiegeber für dich, können dich auch ein bisschen rebellisch machen. Bleibe bitte auf dem Teppich und natürlich freundlich. Wir haben den Mond in den Zwillingen, da kann sehr viel Kommunikation stattfinden. Das kann dir auch gefallen. Aber denk dran, nicht jeder ist da, um, dir zu gefallen, sondern vielleicht auch, um seinen eigenen Vorteil dabei rauszuholen. Wir haben natürlich die Venus im Schützen, was auch sehr schön ist für dich, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Das kann auch sehr optimistisch machen. Vorsicht würde ich nur walten lassen in Bezug auf Euphorie oder Selbstüberschätzung. Das kann mit Wassermann-Energie schon mal vorkommen. Wir haben natürlich auch den Mars und den Merkur noch im Steinbock. Auch da sollte man verlässlich arbeiten und auch, sachkundig miteinander kommunizieren. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist nie verkehrt. Fantasie, Kreativität auch nicht. Wir haben den Saturn in den Fischen, damit du auf dich Acht gibst und auch dich nicht permanent überforderst und noch Zeit genug nimmst fürs Private, denn dafür stehen die Sterne gerade besonders günstig. So, dann haben wir natürlich auch noch diese Energie zwischen Mars und Saturn, wo man eben auch viel erreichen kann. Aber nur, wenn man auch ein bisschen Geduld hat und natürlich einen langen Atem. Und dazu braucht man eben auch Ruhe und Besinnlichkeit, sag ich mal. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das heute am Montag für den Löwen aussieht. Gute Planung mit der Jungfraukarte Eremit. Ganz viel Liebe natürlich, Privatleben ist ja top momentan, ne? Also da ist eben auch schöne Energie drin. Geduld, das ist sehr schön, das ist der Erfolgsgarant. Wenn du geduldig bist und akribisch vorgehst und zum Beispiel aus der Vergangenheit jetzt, aus der kürzeren Vergangenheit eben diese pragmatische Energie der Verlässlichkeit mitbringst, wirst du auch weiterhin erfolgreich sein. Da gibt's noch einiges zu tun, also Fleiß zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man dranbleibt, wenn man sich nicht ablenken lässt durch die Zwillinge-Energie. Wir dürfen noch nicht vergessen, 10 vor 11 wechselt der Mond dann auch in den Krebs. Da wird sehr gefühlvoll, das kann dich dünnhäutig machen, aber auch deine Mitmenschen. Das gilt vor allen Dingen für morgen. Und Gefühl ist natürlich da und vielleicht planst du in die Zukunft, aber das sind alles so noch Ideen, die noch nicht umgesetzt werden können. Aber es sind schöne Gedanken, die dich hoffentlich beflügeln und natürlich auch den Wochenstart verschönern. Also Geduld, Akribie, Fleiß, gute Planung und du bist dabei. Das sieht sehr gut aus. Ich wünsche dir einen tollen Start in diese Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Montag, 22. Januar 2024 und ich hoffe, dein Wochenende war auch schön erholsam. Du hast vielleicht ein paar neue Ideen aufgeschnappt, aufgeschrieben und bist vielleicht schon in der Planung. Wir haben die Sonne und den Pluto ja im Wassermann seit diesem Wochenende. Das ist ein bisschen rebellisch, ja, kann dich natürlich auch aufmuntern, voranzugehen, aber schön langsam bitte. Wir haben den Mond in den Zwillingen, das kann dich nervös machen, das kann dich irritieren, genauso wie der Neptun in den Fischen. Es kann dir was erzählt werden, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also bitte pass auf, ja, selbst natürlich auch nicht irgendwas versprechen, von dem man nicht weiß, ob man es halten kann oder will. Wichtig ist, dass du die Bodenhaftung nicht verlierst. Wir haben Mars und Merkur noch im Steinbock. Wir haben natürlich den Jupiter im Stier und den rückläufigen Uranus im Stier. Also du hast noch eine Menge Erdenergien, an die du dich wenden kannst. Wir haben die Venus im Schützen. Das ist positive Energie, nicht deine, aber ein bisschen Optimismus kann nicht schaden. Und wie gesagt, mit dem Neptun natürlich möglichst an der Realität sich orientieren. Trotzdem kann man freundlich entgegenkommend und herzlich sein, klar. Und wir haben eine tolle Energie mit Mars und Saturn. Man kann seine Ziele erreichen. Man braucht eben einen langen Atem und eben diesen Pragmatismus, den du ja von Haus aus schon mitbringst. Schauen wir uns jetzt an, was wir an diesem Montag für die Jungfrau zum Start dieser Woche haben.
Die Herrscherin, du kommst gut voran, ja. Denk dran, dass du dich selber auch nicht vergisst und dich nicht übernimmst, ja. Diszipliniert bist du sowieso, da bin ich mir sicher. Du arbeitest hart an deinen Zielen und hier haben wir den König der Stäbe. Das finde ich deshalb schön, weil es eben auch sagt, ein bisschen Optimismus, ein bisschen Freude und ein bisschen was für dich selber tun, schadet nicht. Da ist der König der Münzen. Das ist sozusagen dein Gewissen, deine Dankbarkeit und Demut für das, was du hast. Trotzdem darfst du auch gerne ein bisschen Spaß haben oder dir auch mal was gönnen. Also auch mal ruhig nachgetaner Arbeit irgendwas Sinnfreies tun, woran du einfach Freude hast. Das hast du dir einfach verdient. Oder einfach die Füße hochlegen und einfach den Tag genießen. Irgendwas Schönes machen. Ich glaube, Optimismus ist angebracht. Du bist erfolgreich, du warst schon erfolgreich. Und wie gesagt, lass dich von Neptun nicht in die Irre führen oder von irgendwelchem Gerede. Das kann nämlich ganz schön irritierend sein. Und deswegen kümmere dich um die Sachen, die schön sind, die Freude machen, die dir eben auch den Elan geben, so erfolgreich weiterzumachen und eben auch Spaß an den Dingen zu haben. Ich glaube, das ist wichtig, mit Freude an die Dinge heranzugehen und sich eben auch von anderen das natürlich nicht vermiesen zu lassen und auch vielleicht mal Dinge, ja, sich entwickeln zu lassen. Mit der Wassermann-Energie haben wir auch so ein bisschen den Freiheitsgedanken, ja, dass du dir auch ein bisschen Freiheiten gönnst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen, schönen Start in diese Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Montag, 22. Januar 2024 und ich hoffe, dein Wochenende war auch erholsam schön und die Wassermann-Energie hat dich nicht überrollt, aber einen schönen Energieschub gegeben. Wir haben nämlich die Sonne und den Pluto im Wassermann. Das ist genau das, was dich jetzt beflügelt. Wir haben auch den Mond in den Zwillingen, aber genau das kann auch dazu führen, dass man so ein bisschen übereuphorisch wird, übereifrig oder sich selbst überschätzt. Solange du auf dem Teppich bleibst, trotzdem dann Freude empfindest, ist das genau richtig. Wir haben auch die Venus im Schützen, positive, optimistische Energie, Wohlfühlgedanken, wunderbar. Und dann haben wir natürlich auch Erdenergien, die uns noch davon abhalten, abzuheben. Das ist der Mars und der Merkur im Steinbock, ja. Da kann man auch akribisch arbeiten. Wir haben ja auch Jupiter im Stier. Positive Entwicklung, aber langfristig gesehen. Der Uranus ist im Stier rückläufig noch bis Samstag. Und da kann man immer noch auf Dinge zurückgreifen, ne? Erfahrungen und so. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist wichtig, die Stimmung zu begreifen, kreativ zu arbeiten, sich einzufühlen auch und mit Saturn auch auf sich selbst zu achten. Also das, was du vielleicht auch an dir verbessern möchtest oder so, mit zu berücksichtigen. Ja. Wichtig noch, der Mond geht ab 10 vor 11 heute Abend ungefähr in den Krebs. Da haben wir morgen dann mit zu tun. Da ist nämlich auch Sensitivität gefragt, also dass man sich nicht so harsch äußert und auch ein bisschen Rücksicht nimmt auf andere, denen es vielleicht nicht so gut geht. Du kannst selber auch dünnhäutig sein, je nachdem. Und deswegen ist es gut, wenn man da ein bisschen vorsichtiger vorgeht, ne? Ansonsten ist natürlich Wassermann Energie, Freiheitsgedanke, Selbstverwirklichung, Ideenreichtum. Also das bringt dir gute Vibes. Das Ass der Kelche, Eigenliebe. Ja, das ist wichtig, dass du mit dir selber gut zurechtkommst, weißt, was dir gut tut, was du brauchst, was du willst, ja. Und dass du da eben auch besser abschätzen kannst, was gut für dich ist und was nicht so gut ist und wo du dann eben auch dich wohlfühlst, einfach rundum wohlfühlst. Ja, hier haben wir die Prioritäten. Es ist wichtig, da eben auch gut Acht zu geben. Wir hatten im Vorfeld ja schon mal, dass du eben auch dich disziplinieren musstest, weil du nicht so vorankamst oder weil dich eben auch diese Kommunikation nervös gemacht hat. Das kann natürlich jetzt auch passieren mit dem Mond in den Zwillingen. Aber da musst du natürlich auch ein bisschen die Ruhe bewahren. Wir haben den König der Schwerter. Klarheit und Wahrheit. Das kann natürlich auch deine Energie sein, Erkenntnisse, die du gewinnst. Oder jemanden, den du nach Informationen fragst oder der dir sagt, pass mal auf, liebe Waage, wenn du das und das machst oder so, da kannst du das und das erreichen. Also vielleicht geht es auch darum, sich Wissen anzueignen. Wir haben den Page der Kelche, positive Nachrichten. Kann sein, dass man dich auch, ich sag mal, für eine Weiterbildung oder so in Frage stellt, also ob du das machen möchtest. Das gilt natürlich dann, wenn du dich dabei wohlfühlst und wenn das genau das ist, was du möchtest, dann ist das toll.
Ja, aber überleg dir das ruhig. Du darfst dir gerne Zeit nehmen dafür. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start in diese Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Montag, 22. Januar 2024 und ich hoffe, dein Wochenende war schön, erholsam, ideenreich und natürlich auch ruhig und entspannt. Jetzt haben wir natürlich seit dem Wochenende Sonne und Pluto im Wassermann. Wassermann-Energie ist so ein bisschen der Rebell, ist so ein bisschen der über den Tellerrand schauende, der so ein bisschen forsch vorangeht. Kann natürlich mal sein, dass dir das ein bisschen zu forsch ist als Skorpion. Ja, wir haben den Mond auch noch in den Zwillingen. Das macht dich total kirre, weil zu viele Leute vielleicht an dir rumzerren, irgendwas wollen oder weil zu viel los ist. Kann natürlich in Stress ausarten. Kommt auch da darauf an, wie du darauf reagierst. Nun, wir haben den Mars und den Merkur im Steinbock, was dich trägt, was dir auch ein bisschen Ruhe und Gelassenheit hoffentlich gibt. Der Jupiter ist im Stier, der rückläufige Uranus ist im Stier, wo man eben auf Dinge zurückgreifen kann. Neptun und Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen, Sensitivität anderen gegenüber, auch der Stimmung zum Beispiel und auch wie es dir selber geht, das ist wichtig. Wenn du merkst, du wirst nervös oder es geht dir, wird dir alles zu viel, dann solltest du dafür sorgen, dass du da auch ein bisschen Distanz zwischen dich und die anderen bringst, wenn das sein sollte, ja, damit man sich da nicht unnötig aufregt, denn ich denke, es ist eher ein Missverständnis, als dass es da wirklich Dissonanzen gibt. So, wir haben dann die Venus im Schützen. Optimismus kann nicht schaden, kann aber wegen der Kommunikation auch ein bisschen dazu führen, dass es dir zu viel wird. Auch das ist durchaus möglich. Aber wir haben eine tolle Verbindung zwischen dem Saturn und dem Mars im Steinbock. Das kann auch dazu führen, dass du dich ein bisschen in deine Arbeit verkrümelst. Wir schauen uns das mal an, wie der Wochenstart aussieht. Wir haben, ja, da ist noch einiges zu tun. Du hängst dich in die Arbeit. Wir haben die Wassermann-Energie der Heilung dabei und wir haben eine gute Nachricht. Also man kommt dir sehr freundlich entgegen. Wenn du dann nervös bist durch diese übereifrige Kommunikation, sage ich mal, versuche da eben nicht zu heftig zu reagieren oder gereizt zu reagieren. Wir haben den Page der Münzen. Mach langsam. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vielleicht ist da so einer, der eine oder andere ein bisschen übereifrig, möchte dir vielleicht auch irgendwas erzählen oder möchte dir auch gefallen, ne, oder so. Das kann alles sein. Also du kannst ja sagen, ich habe viel zu tun, aber bleibe freundlich, denn dir ist man auch sehr wohlgesonnen. Also jemanden vor den Kopf zu stoßen, wäre jetzt nicht so die beste Idee. Ja, wie gesagt, mit der Wassermann-Energie ist so Selbstverwirklichung drin, Eigenwille, Eigennutz natürlich auch. Bisschen Rebellion oder ein bisschen Aufmüpfigkeit kann da schon vorkommen. Aber es ist alles nicht boshaft oder so. Es ist alles irgendwie so ein bisschen Übereifer, jugendlicher Übereifer, würde ich sagen. Also cool down, lieber Skorpion. Du hast das alles im Griff und vielleicht solltest du einfach mit einem Schmunzeln über das eine oder andere hinweggehen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche. Viel Erfolg und wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute beim Montag, 22. Januar 2024. Und ich hoffe, dein Wochenende war auch, ich sag mal, ideenreich, kommunikativ, aber auch erholsam und relaxed. Ja, wir haben seit dem Wochenende Sonne und Pluto im Wassermann. Ja, das ist natürlich Kommunikation, Rebellion, ja, könnte man fast sagen. Auch so ein bisschen Selbstdarstellung, auch, ich sag mal, gemeinschaftliches Denken und Handeln. Ja, und mit dem Mond in den Zwillingen sehr viel Kommunikation. Da kann viel stattfinden. Und es kann auch manchmal ablenken von dem, was man eigentlich vorhat. Dann musst du dich selbst auch ein bisschen disziplinieren, denn du hast auch den Neptun im Rücken. Der spielt dir auch manchmal einen Streich, lenkt dich ab oder ja, du hörst irgendwas und denkst ja, schau mal einer, guck. Ja, lass dich davon nicht irritieren, es ist nicht immer alles wahr, was man hört. Oder es wird geflissentlich was weggelassen, du kennst das vielleicht, ja.
Wir haben auch Erdenergien, wir haben den Mars im Steinbock und auch den Merkur im Steinbock. Wir haben Jupiter im Stier und da ist auch viel Positives drin. Mit dem rückläufigen Uranus im Stier natürlich der Rückblick. Der ist noch bis Samstag rückläufig, dann wird er wieder vorläufig und dann kann sich auch einiges verändern. Die Venus ist im eigenen Zeichen, macht dich natürlich froh und glücklich. Du fühlst dich rundum wohl, denke ich mal. Und das ist ja auch schön, ne? Optimismus schadet nicht, nur lass dich von der Wassermann-Energie nicht zu irgendwelchen voreiligen Schritten verleiten. Das wäre vielleicht nicht so gut. Ja, wir haben dann auch eine gute Zusammenarbeit zwischen Mars und Saturn. Das ist eben auch, verfolge deine Ziele weiter, so wie du es bisher gemacht hast. Lass dich nicht davon wegholen. Und heute Abend gegen 10 vor 11 wechselt der Mond von den Zwillingen in den sehr gefühlvollen und überempfindlichen Krebs. Das kann morgen eben auch deine Energie sein, dass du dünnhäutig bist oder die der anderen. Also ist da natürlich dann erst Vorsicht geboten. Was haben wir? Intuition, Bauchgefühl, sehr gut. Da bist du schon feinfühlig genug, da bist du ein bisschen unzufrieden. Die Frage ist, warum? Wir haben die Information. Vielleicht fehlt dir eine Information. Du weißt vielleicht auch gerade nicht, was du damit anfangen sollst oder wo du stehst. Wir haben den Krebswagen. Du bist sehr erfolgreich. Vielleicht musst du das auch erstmal gesagt bekommen. Ja, ich weiß es nicht. Die Unzufriedenheit kann daher rühren, dass du irgendwie auch so das Gefühl hast, vielleicht nicht von der Stelle zu kommen. Vielleicht geht es darum, sich zu informieren, wie man auf der Erfolgsspur bleiben kann oder wie man die Erfolgsspur weiter verfolgen kann oder wer einem helfen kann, was zu tun ist, um gewisse Erfolge auch zu erreichen. Das ist durchaus möglich. Wir haben ja mit dem Krebswagen immer dieses Gespür, nicht auszuscheren. Das heißt, man wird nicht übereuphorisch, man wird aber auch nicht pessimistisch. Also lass dich erstmal auf die Dinge ein. Wenn du merkst, du hast schlechte Laune, solltest du das natürlich nicht an anderen auslassen, sondern erstmal schauen, wo kommt das denn her? Und wenn deine Intuition dir sagt, irgendwas stimmt nicht oder so, dann geh dem vorsichtig nach. Aber lass dich, wie gesagt, von Neptun nicht auf die falsche Fährte führen. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute beim Montag, 22. Januar 2024 und ich hoffe, du hast dein Wochenende genossen, hast dich erholt und hast die Füße auch mal hochgelegt. Ja, die Sonne hat dein Sternzeichen verlassen und der Pluto hat dein Sternzeichen verlassen. Er wird nochmal im September, glaube ich, da vorbeischauen, der Pluto. Aber erstmal haben wir Wassermann-Energie. Daran musst du dich erst noch gewöhnen. Es ist ein bisschen offener, kommunikativer, ein bisschen vielleicht auch rebellischer. So ein bisschen sehr viel Selbstvertrauen kann da drin stecken. Auch manchmal Selbstüberschätzung, muss man leider auch sagen. Wir haben dann natürlich auch Erdenergien, die dir helfen. Mars und Merkur sind im eigenen Zeichen. Jupiter ist im Stier und bringt dir Erleichterungen natürlich. Der rückläufige Uranus ist im Stier, der wird am Samstag vorläufig. Also du hast noch genug, womit du arbeiten kannst. Der Mond ist in den Zwillingen, da ist viel Kommunikation drin. Das kann auch mal störend sein oder ablenkend. Der wechselt aber heute Abend gegen 10 vor 11, also spät, in den Krebs. Und da wird man morgen wahrscheinlich auch erst merken, wie feinfühlig man ist oder wie feinfühlig auch die anderen sind. Ja, also da sollte man dann auf jeden Fall Obacht geben, also aufpassen, ja, keinem zu nahe zu treten. Ja, wir haben die Venus im Schützen, Optimismus auch kommunikativ. Also ich denke mal, Optimismus ist gut. Euphorie wäre jetzt nicht angebracht, aber ich denke auch, dass du deine Ziele so weiter verfolgst wie bisher auch und dich von der Unruhe um dich herum gar nicht so weit ablenken lässt. Dazu kommt natürlich noch, dass der Mars im eigenen Zeichen gut mit Saturn in den Fischen zusammenarbeitet und da eben auch sowohl privat als auch beruflich langfristige Ziele natürlich unterstützt. Wir haben Gespräche auf Augenhöhe. Das ist sehr schön. Ist egal in welchem Bereich. Das muss jetzt nicht nur Liebesbeziehung sein. Beziehungen sind wichtig, zwischenmenschliche Beziehungen. Und die
Ideen, die kommen auch mit der Wassermann-Energie, ja. Vielleicht kommt jemand zu dir und sagt, hör mal zu, lieber Steinbock, ich habe da eine Idee. So, die solltest du dir auf jeden Fall in Ruhe anhören, ohne dass du jetzt unbedingt sofort eine Entscheidung treffen musst. Vielleicht ist auch jemand euphorisch. Ich sage ja, die Wassermann-Energie ist eben auch ihrer Zeit voraus. Und du bist noch nicht geneigt, da irgendeine Entscheidung drüber zu treffen oder die zu beurteilen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn dir jemand, ich sag mal, sein oder ihr Vertrauen schenkt und dir eine Idee rüberbringt, dann solltest du einfach mal zuhören. Auch das kann man ja ruhig mal machen. Das Zwischenmenschliche hier kann natürlich privat sein, ja. Es kann aber auch im Job sein oder neue Kontakte vielleicht, ne. Mit dem Magier kann man Großes natürlich bewerkstelligen, weil man hat alle Werkzeuge zur Verfügung und der Ideenreichtum ist da. Das heißt aber nicht, dass man sofort eine Entscheidung treffen muss. Vielleicht muss man das auch erstmal sacken lassen. Aber es ist ein schöner und attraktiver Start in die neue Woche. Und dabei wünsche ich dir natürlich viel Erfolg. Wir sehen uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Montag, 22. Januar 2024. Und ich hoffe, du hast dein Wochenende gefeiert. Schließlich ist die Sonne in dein Zeichen gewandert und auch der Pluto. Nicht immer ist das direkt von Vorteil oder direkt von Erfolgen gekrönt. Man muss sich erst dran gewöhnen. Aber es ist ja so, diese Energie der Selbstverwirklichung, des Kollektivs, der Gemeinschaft und natürlich auch der Erfindungen, der Ideen, der Technik und so weiter. Ja. Und da sollte man auch als Wassermann natürlich nicht direkt, wie gesagt, durchdrehen und total euphorisch daherkommen, sondern gut überlegen. Ja. Wir haben den Mond in den Zwillingen, da ist man natürlich sehr gesprächig und bekommt auch viel erzählt natürlich. Ja. Und das muss man aussieben. Das kann auch ganz schön stressig sein, ganz ehrlich. Dieser Mond wechselt gegen 10 vor 11 heute Abend in den Krebs rum. Zwillinge Mond wechselt in den Krebs. Und das macht morgen und ich glaube auch übermorgen ein bisschen empfindsam. Bei dir, bei anderen, also muss man da ein bisschen adäquat auf die Situation reagieren und auch ein bisschen feinfühlig sein. Wir haben dazu Neptun und Saturn in den Fischen. Das ist eben gefühlvoll, sensitiv, ja. Intuition ist wichtig, auch bei einem Wassermann, ja. Man kann also nicht mit der Holzhacker-Methode vorgehen. Saturn achtet ja auch auf dich selbst, auch deine Gefühle sind wichtig. Es kann dir genauso passieren, dass du morgen oder die Tage irgendwie ein bisschen dünnhäutig wirst. Also sei gut zu dir, ja. Wir haben Jupiter im Stier und den rückläufigen Uranus im Stier. Der wird am Samstag wieder vorläufig, also positive Entwicklung, aber langsam. Mars und Merkur sind noch im Steinbock und sorgen auch dafür, dass man nicht die Bodenhaftung verliert. Und auch mit Mars und Saturn ist eine Verbindung da, die dafür sorgt, dass die Dinge eben auch langfristig erfolgreich durchzuführen sind. Da braucht man einen langen Atem, mein lieber Wassermann. Und deswegen bitte nicht direkt versuchen, alles umzusetzen. Venus ist im Schützen, was auch noch sehr schön ist und eben auch das Privatleben bereichert. Also Optimismus ist genügend da. Man kann eben damit auch die Zeit verbringen, ja, um dann die Wartezeit im Job vielleicht zu überwinden. Wir haben für dich die Nostalgie, der Rückblick. Wir haben die Liebenden, ja, was du bevorzugst, was dir lieb und teuer ist, vielleicht aus der Vergangenheit, König der Kelche. Also du bist fürsorglich entgegenkommend, aber du hast so deine Pläne, deine eigenen Vorstellungen oder Dinge, über die du nachdenkst, die du nicht mit jedem teilst. Ich glaube, dass du an Dingen auch hängst aus der Vergangenheit und vielleicht auch überlegst, Dinge wieder zu beleben oder darauf zurückzugreifen. Eben Uranus im Stier, aber auch Saturn und auch Neptun. Ich denke auch, die Zwillingenergie ist Kontakt auch mit dem, was dir am Herzen liegt. Wir haben die Königin der Stäbe, das ist auch die Venus im Schützen natürlich. Optimismus und auch Begeisterung, ja, positive Energie, Optimismus, all das ist sehr schön, aber du hast das gut im Griff mit dem König der Kelche, dass du jetzt nicht, wie gesagt, durchstartest, sondern das sehr überlegt und sehr nachhaltig angehst. Aber dein Herz ist hier schon so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Montag, 22. Januar 2024. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames, schönes Wochenende. Und jetzt haben wir natürlich mit der neuen Woche auch die Energien, die sich am Wochenende geändert haben, nämlich Sonne und Pluto im Wassermann. Das ist eine ganz andere Energie als die Steinbock-Energie. Die kann dich ein bisschen nervös machen. Sie ist nämlich sehr erfinderisch, sehr direkt, ja auch in der Kommunikation, sehr, sehr sachlich, also wenig gefühlvoll, aber das kann sich auch durch, ich sag mal, dein Entgegenkommen in Gefühlen eben auch relativieren. Wir haben den Mond in den Zwillingen, auch da ist viel Gerede und viel, ja, ich sag mal, los oder Stress, ja, kann im Umfeld sein, dass da viele Leute anrufen, was wollen und so weiter. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Neptun kann dich natürlich auch ein bisschen foppen oder dir irgendwas vorgaukeln. Versuche, sachlich zu bleiben, auch wenn sehr viel los ist. Wir haben Mars und Merkur noch im Steinbock und wir haben dann den Jupiter im Stier und den Uranus im Stier, der noch rückläufig ist bis Samstag. Also du hast noch genügend Erdenergie, auf die du vertrauen, auf die du setzen und an der du dich orientieren kannst. Neptun und Saturn natürlich, da ist Träumerei drin, Fantasie, aber auch Kreativität, Einfühlungsvermögen, Intuition. Mit dem Saturn auch immer schön auf dich selbst achten, auf das, was dir persönlich wichtig ist und auch vielleicht manchmal die Durchsetzung deiner persönlichen Wünsche, je nachdem, wie es angebracht ist. Die Venus ist weiterhin im Schützen, ist auch nicht deine Energie, aber Optimismus schadet nicht. Positives Aufeinanderzugehen ist sowieso eine gute Sache. Und ja, wir haben auch tolle Energien zwischen Mars und Saturn. Das heißt, deine Pläne, deine Vorhaben lassen sich langfristig gut umsetzen. Und deswegen baue auf das, was du bisher auch gemacht hast. Ja, der Mond wechselt übrigens 10:50 heute Abend in den Krebs. Da wird es auch morgen sehr gefühlvoll. Also da wird es sehr, ich sage jetzt mal, ja, harmonisch, familiär. Intuition, da ist die Herrscherin, die Hohepriesterin, pardon, Hohepriesterin, der König der Schwerter. Also was ich jetzt so intuitiv hier bekomme, ist, dass du trotz aller, ich sag mal, Selbstherrlichkeit vielleicht einer Schwertenergie durchschaust, dass jemand trotzdem sehr gefühlvoll ist. Das ist eben vielleicht auch die etwas sehr sachliche Energie des Wassermanns. Du bist noch unentschlossen, wie du das findest. Das ist auch nicht schlimm. Ihr kommt aber ins Gespräch und ihr könnt einen Konsens finden. Du bist eben sehr gefühlvoll, die andere Person zum Beispiel sehr sachlich. Trotzdem kann man miteinander gut kommunizieren. Der eine ist eben anders als der andere. Und wenn man das akzeptieren kann, aufeinander zugehen kann, kann man auch gut miteinander auskommen. Ich denke mal, das sind so zwei krasse Gegensätze, die sich jetzt nicht unbedingt, ja, ich sag mal, in Streit begeben. Es ist halt, der eine kann den anderen schlechter verstehen. Der eine ist zu sachlich, der andere ist vielleicht zu gefühlvoll. Aber vielleicht kann man einen Mix daraus machen und dann kann man sich nämlich gegenseitig ganz gut ergänzen. Das ist dein Start in diese Woche. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.